Das war's. Eine Tür. Das muss der Durchgang sein, von dem der alte Magier gesprochen hat. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes von Mauswald. Hey, was ist das denn? Ein Raum aus grünem Glas. Und ein funkelnder Silberschlüssel in einem Brunnen. Das ist bestimmt eine Art Sicherheitsvorkehrung der alten Baumläufer, um dieses geheimnisvolle Portal zu schützen. Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Oh, was für ein stechender Geruch. Ach, das brennt richtig in den Augen und der Nase. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Fies. Das kann doch gar nicht funktionieren. Wie seltsam. Wie seltsam. Diese Schiebepuzzle sowieso noch nie gemacht. Ich habe den Schlüssel. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Mann, oh Mann. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes. Es ist soweit. Wenn Emma Kino hier wäre. Oder der alte Magier. Er wollte versuchen, im Traum auf die Lichtung zu kommen und mich dort zu treffen. Hoffentlich klappt das. Fürs Erste bin ich wohl auf mich allein gestellt. Pass auf, Jerry! Der Fuchs! Na nun, wo ist er denn? Er steht vor dir, Frosch. Oh? Plato, das ist Kizune. Du hast sie schon einmal getroffen. Sie ist ein besonderer Fuchs. Das kannst du aber laut sagen. Oh, Verzeihung. Mit Magie und solchen Dingen kenne ich mich nicht so aus. Abgesehen von Anjas Preiselbeerpfannkuchen. Du bist süß. Kizune, Plato, wieso seid ihr hier? Was macht ihr hier? Ich lass dich nicht alleine durchgehen, dummer Junge. Dieser Baum riecht seltsam. Dein Weg wird dich an einen Ort führen, den nicht einmal ich kenne. Du brauchst ganz bestimmt meine Hilfe. Meine Eltern haben mir früher oft von den ersten Baumläufern erzählt. Man sagt, ein Baumläufer ist jemand, der hilft, wenn andere Hilfe brauchen. Du bist ein Baumläufer, Jerry. Ich bin zwar nur ein einfacher Postbote, aber vielleicht kann ich auch ein Baumläufer sein. Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Also, Jerry, bringen wir es hinter uns. Wer auch immer das Gefüge der Welten stört, soll dafür büßen. Ich will zurück nach Hause. Ich will, dass meine Freunde wieder aufwachen. Und ich will, dass alles wieder gut wird. Alles. Plato? Kizune? Wo sind die denn hin? Die beiden liefen doch gerade noch neben mir. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist es dunkel und hell gleichzeitig.
Irgendwie fühlt sich die Luft elektrisch an. Die Härchen auf meinen Armen stehen alle zu Berge. Hier lang könnte sein. Schon wieder hier. Da kriegt man ja Kopfschmerzen. Jerry. Hallo? Jerry. Noch habe ich es nicht geschafft, bis zur Lichtung vorzudringen. Ich muss vorsichtig sein, mein Ziel nicht aus dem Sinn zu verlieren. Mein wacher Geist beginnt zu träumen, sich aufzulösen. Zarow verwehrt mir den Zugang, aber du scheinst ihm schon näher zu sein. Aber ich sitze hier fest. Was kann ich tun? Du befindest dich zwischen den Welten, so wie ich. Doch während Zarow meinen Geist fehlleitet, führt er deinen Leib in die Irre. Zarows Bann ist stark. Ich kenne nur einen, dessen Kraft ausreicht, dir hier zwischen den Welten zu helfen. Ein gefährlicher Magier. Nimm dies. Das kenne ich doch. Du musst ihn rufen, wie du es schon einmal getan hast. Auch wenn wir es vielleicht alle bereuen werden. Doch wenn du ihn um Hilfe bittest, zeige keine Schwäche. Hallo? Alter Magier! Er ist fort. Wieder allein. Was war denn das für ein Geräusch? Das war ich. Schon wieder so eine Krähe. Rabe! Schon wieder so ein... Halt! Du sprichst ja! Einige behaupten sogar, dass ich zu viel rede. Hallo? Kannst du mich verstehen? Natürlich. Du stehst doch direkt vor mir. Wer bist du? Wenn du einen Namen hören willst, dann muss ich dich enttäuschen. Ich bin nur ein Rabe. Eigentlich wohne ich auf der Lichtung des ersten Baumes. Auf der Lichtung des ersten Baumes? Da muss ich hin. Weißt du, welcher der richtige Weg ist? Ich finde ihn selbst nicht. Hier hat sich alles verändert. Vor allem, seit sich hier so viele Fremde herumtreiben. Du wohnst auf der Lichtung des ersten Baumes? Ja. Aber ich dachte, der erste Baum ist kein richtiger Ort. Wie kann man denn da wohnen? Ganz einfach. Jeder hinterlässt eine Erinnerung, wenn er die Lichtung des ersten Baumes verlässt. Ein Rabe wie ich besuchte im Traum die Lichtung. Nachdem er sie verlassen hatte, blieb ich als Erinnerung des Baumes zurück. Du bist also nur eine Erinnerung? Nur? Ich finde, das ist sehr viel. Der erste Baum erinnert sich an viele Dinge. Selbst als seine Zeit vorüber war, blieb er im Wald verwurzelt. Er kennt die Geheimnisse des Waldes. Was ist das hier für ein Ort? Du befindest dich an der Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit. Traum und Wirklichkeit? Träumende kommen zu Besuch auf meine Lichtung. In seinen Träumen weiß jeder, wie er an diesen Ort gelangen kann. Wer schläft, kennt den Weg. Aber ich schlafe nicht. Und den Weg finde ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Die Stimme vorhin hat dir doch gesagt, dass du jemanden um Hilfe bitten kannst. Ja, aber wie? Er sagte, dass du es schon mal getan hast.